Dann bewirb dich bei der Volksbank Mittelhessen. Ja, der Doppelrest in Aue war richtig gut. So habe ich viele Sachen da gelernt und mein Deutsch hat besser geworden und das war wichtig für mich und habe ich viele Freunde auch in Aue kennengelernt und das war Hauptsache, dass ich mache eine gute Saison in Aue und dann, dass ich komme wieder zurück zum Wetzlar und ich denke, ich habe das geschafft. So, ich und Till, wir verstehen uns sehr gut und ja, beim Training auch so. Ich weiß nicht, bis jetzt, wir haben so gute Verhältnis und ja, hoffentlich, dass wir bleiben so in diese Mut ganze Saison und so. Das ist wichtig für unsere Mannschaft und für uns auch. Beim 7 Meter, boah, wenn ich komme rein, ich gucke nur, welcher Spieler ist beim 7 Meter, was habe ich vorher im Video gesehen und ich weiß nicht, ich mach nur mein Ding im Tor und dann ich probiere Bälle zu halten. Wenn ich bin hier vor dem 2 Jahren gekommen, mein Traum war so in erste Mannschaft zum Spielen in Bundesliga, ja. Und so erste Saison habe ich auch ein paar Spiele gemacht und gefühlt war richtig gut im Tor. Und dann zweite Saison, ja, ich war schon in Aue und jetzt das dritte Saison, ich bin hier. Puh, gefühlt ist richtig gut. Erste Mal so eine ganze Saison in Bundesliga, so von Vorbereitung bis jetzt, alles war richtig gut und ja, genau das war mein Traum, in Bundesliga zu spielen und bis jetzt alles läuft gut. So, in meiner Freizeit, ich bleibe gerne mit meinen Mitspielern und wir gehen zum Kaffee trinken irgendwo in Frankfurt oder Mittag oder Abendessen zusammen. Und ja, das ist, was ich mache in Freizeit. So, nichts Besonderes, aber ist okay. Ich bin fast jeden Tag oder ich kann sagen, jeden Tag mit Stefan Chavor. So, und wir gehen zusammen ja, was habe ich schon gesagt, zum Kaffee trinken oder Mittagessen und manchmal auch mit Lenny Rubin und ja. Am Sonntag, ja, wir spielen gegen Hannover und ich denke, sie sind eine richtig gute Mannschaft mit richtig guter Kader, aber. Ja, so, sie haben jetzt auch Trainer gewechselt. Christian Prokop ist jetzt Trainer und ich denke, dass am Sonntag wird er nicht einfach Spiel für uns sein, aber trotzdem, wir müssen 2 Punkte hier halten.